Herzlich willkommen zum Salon um 6. Schön, dass Sie alle da sind mit dem heutigen Thema Schluss mit Sünde? Fragezeichen. Und unserem Gast Klaas Huizing, den ich jetzt erstmal vorstellen möchte. Herr Huizing studierte Philosophie und Theologie in Münster, Kampen, Hamburg, Heidelberg und München. Er schloss 1986 eine philosophische und 1989 seine theologische Promotion ab und wurde 1993 in Theologie habilitiert. Von 1995 bis 1998 war er Vertreter und seither ist er Ordinarius am Lehrstuhl für systematische Theologie und theologische Gegenwartsfragen an der Universität in Würzburg. Er hat mehrere Rufe erhalten, die hat er alle abgelehnt und er hat mir das auch schon erklärt, wieso, weil er sich in Bayern am besten arbeitet. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Ästhetik und der Ethik. Und daneben hat Herr Huizing ein zweites Leben als Schriftsteller und Autor. Er hat zahlreiche Romane verfasst, in deren Zentrum oft große historische Persönlichkeiten wie Immanuel Kant, Søren Kierkegaard oder Henriette Hertz stehen. Er ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland und Herausgeber des Kulturmagazins Opus, ein Kulturmagazin für die Großregion Saarland, Lothringen und Luxemburg. Ein vielbeschäftigter Mann. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen, Herr Huizing. Gerne. Schluss mit Sünde. Herr Huizing hat ein Buch geschrieben, nicht mit Fragezeichen, sondern mit Ausrufezeichen. Und hinter diesem Ausrufezeichen vermute ich sehr viel Energie, die vielleicht genährt ist durch gewisse biografische Erfahrungen von ihrer religiösen Sozialisation oder auch als Erwachsener. Woher kommt das Ausrufezeichen? Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung und dass Sie trotz Fußball Zeit gefunden haben, trotz Champions League. Das ist schon ein, wenn Sie so wollen, protestantisches Opfer, was Sie da gebracht haben heute Abend. Wie gesagt, ich bin gerne gekommen und zunächst einmal, mein Gespenst heißt Sonntag. Warum? Das hat mit einem etwas fettigen Begriff der reformatorischen und des vor allen Dingen reformierten Christentums zu tun, nämlich der Sonntagsheiligung. Und Sie können sagen, ich bin ein langjähriges Opfer dieses Begriffs gewesen, denn die Sonntage gestalteten sich so, meine ältere Schwester musste 5-mal geweckt werden, bis sie endlich runterkam. Wir mussten um 9:30 zum Gottesdienst. Der Gottesdienst war ausgesprochen lange. Es war so, dass je schlechter der Pfarrer vorbereitet war, je länger predigte er. Das hat sich übrigens durchgehalten bis heute, muss man sagen. Das ist eine Faustregel. Wenn Sie kein Ende finden, sind Sie nicht vorbereitet. Das Bittere war, dass er nachher auch noch mein Professor für Neues Testament in Kampen wurde. Genau, ja. Und insofern war es zum Teil bitter. Wir kamen im Grunde genommen dann so 11:45 war man wieder da. Dann musste ganz schnell gegessen werden, aufgewärmt wegen der Sonntagsheiligung möglichst, um nicht allzu viel zu arbeiten. Dann ging es um 14 Uhr zum zweiten Gottesdienst. Dort wurde nochmal über den Heidelberger Katechismus gepredigt. Jeden Sonntag. Ja, so gut ist das Ding auch wieder nicht, dass man da jeden Sonntag drüber predigen muss. Und dann kam man, im Winter war man zurück gegen 4. Dann wurde Kaffee getrunken. Damit war der Tag im Grunde genommen zu Ende. Im Sommer war es eher quälend, denn wegen der Sonntagsheiligung durften wir nicht ins Schwimmbad. Wir durften noch kein Karten spielen, sondern das einzige Positive, was mir geblieben ist, sind zwei Sachen. Erstens, die Pfefferminze während des Gottesdienstes, da war meine Mutter sehr großzügig. Und zweitens, dass ich wirklich ein Leser geworden bin, ein manischer Leser, um die Langeweile an den Sonntagen zu vertreiben. Dazu kam natürlich eine obsessive Bearbeitung der eigenen Sünde in den Gottesdiensten, sodass man wirklich froh war, wenn montags morgens die Schule wieder anging. Dann konnte man das Sündenregister ein Stück weit aufarbeiten. Ja. Diese Form von Sonntagsheiligung ist wirklich insofern nie abgelegt worden. Ich habe heute, und ich bin jetzt schlank 60, ich habe bis heute große Probleme mit dem Sonntag.
Er ist mit Abstand einer meiner Tage, die ich am wenigsten mag. Das ist mir geblieben, weil ich bis heute nicht genau weiß, wie man den am besten irgendwie umbringt, damit man wieder in den Montag kommt. Ja? Ja. Also ich würde immer sagen, am besten ist der Freitagabend, ja, auch der Samstag geht auch noch, aber der Sonntag, das ist in großen Zügen doch die Pest. Obwohl ich, wie gesagt, in Berlin lebe, einen Großteil der Woche und dort die Sonntage nicht so auffallen. Das kommt mir sehr entgegen, muss ich sagen, diese Großstadt, dass ich da nicht die ganze Zeit dran erinnert werde. Also ich bin bis zum 18. Lebensjahr so häufig in einem Gottesdienst gewesen, dass ich eigentlich bis zu meinem Grabe genug gehört habe. Ich gehe schon immer auch mal, aber wie gesagt, habe auch versucht, meine beiden Töchter da nicht mit dieser Droge allzu sehr zu beschäftigen. Also das ist eine Form, wo man wirklich sagen muss, die mir bis heute große Schwierigkeiten macht, den Sonntag zu bewerkstelligen, nicht nur wegen der Sünde, sondern auch wegen dieser Sonntagsheiligung. Und, aber Sie haben ja trotz der Sonntagskatastrophentheologie studiert. Ja, das weiß ich bis heute nicht, wie das gekommen ist. Also das war vielleicht doch ein Wink Gottes, keine Ahnung. Das bin ich so reingerutscht. Ich habe erst Philosophie studiert und bin dann auf einen Theologen getroffen, Hermann Timm, einer der späten Schüler Gerhard von Raths auch. Und dann fand ich die Geschichten doch so stark, die Narrationen der Bibel, dass ich mich da doch mehr für begeistert habe und bin dann mit Hermann Timm nach München gegangen und habe tatsächlich dann die Theologie auch abgeschlossen, in den Niederlanden übrigens abgeschlossen. Hier ist eine alte Studienkollegin von mir. Ich war auch mal kurzzeitig in sie verliebt, Ella Roth. Ich weiß nicht, ob Sie es jemals erlebt haben. Ja. Und so wie wir uns 40 Jahre, glaube ich, nicht mehr gesehen. Rasante Sache. Ja, man muss dann bis Zürich kommen, um sowas nochmal zu erleben. Jedenfalls ist es so gekommen, dass ich dann gedacht habe, ich will es mal anders machen. Ja. Und ich habe dieses Thema Sünde wirklich immer im Hinterkopf gehabt und es immer wieder bearbeitet und jetzt im gemäßigten Alter mit 60 fange ich an, da ununterbrochen drüber zu schreiben und entsprechend damit umzugehen. Vielleicht ich will nochmal ein wirklich klassisches Beispiel. Muss ich das wirklich vorstellen? Meine Schwiegereltern, die jetzt so gut 80 sind, die haben noch, weil sie, wie man im Norden sagte, heiraten mussten, da kam schon ein Kind, war schon da, die mussten auf eine sogenannte Strafbank, ja. Das heißt, die saßen vorne auf einer Strafbank unter der Kanzel und die mussten da so lange sitzen bleiben, bis ein anderer erwischt wurde. Ja, und das konnte manchmal wirklich sehr lange dauern. Mhm. Ja. Und mein Schwiegervater sagt auch bis heute, er kann sich nicht vorstellen, warum er nicht im Grunde genommen damals laut protestierend rausgegangen ist. Mhm. Ja. Sondern man blieb da und Sie dürfen nicht vergessen, meine Schwiegermutter musste in Schwarz heiraten. Ja. Ja. Sie hatte ja den Spaß schon gehabt, ja, und musste jetzt in Schwarz heiraten. Also es wurde auch schwarz-weiß ganz klar definiert. Ja, ich kenne die Hochzeitsbilder von ihr, wo sie wirklich noch sogar mit schwarzer Haube geheiratet hat. Und das sind so Sachen, die so nachwirken. Und ich sage meinen Studenten sage ich immer, wenn die Theologie euch nicht hilft, dass das Leben leichter wird, macht was anderes. Ja, studiert irgendwie Medizin oder Jura, es gibt ja noch was anderes. Ja, sondern wenn die Religion nicht dazu in der Lage ist, dass das Leben glücklicher macht und leichter und besser funktioniert, dann finde ich, gibt es gute Gründe, auf dieses Angebot zu verzichten. Ja, ich glaube weiterhin natürlich daran, dass Sie jetzt nicht alle hier rausgehen, ich glaube weiterhin natürlich daran, dass die Theologie genau dieses kann, wenn man sie richtig liest. Ja. Ich würde gerne noch mal schnell bei dieser Sündenverbiesterung
ansetzen oder gegen die sie sich ja wenden. Also was ich jetzt schon kapiert habe, das hat sehr viel mit Unfreiwilligkeit zu tun. Ja. Und dass man seinen Sonntag nicht gestalten kann oder dass man bestraft wird für irgendwelche Vergehen. Ja. Gibt es noch andere Sachen, wie Sie diese Sündenverbiesterung, gegen die Sie ja eigentlich protestieren, beschreiben würden? Nee, es war ja, wenn Sie so wollen, präventiv. Man wurde ja gewissermaßen überall vorbewahrt. Ja? Wir hatten dann später das Problem, dass wir unsere Sportaktivitäten einstellen mussten. Weil der Kirchenrat hatte in unserem Fall beschlossen, dass diejenigen, die am Sonntag Sport machen, nicht konfirmiert werden. Ja? Und ich habe sehr lange Handball gespielt. Und als ich in der A-Jugend war, musste ich tatsächlich das Handtuch werfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und also dann, beim Handball oder beim Konfirmandenunterricht? beim Handball. Ja? Und das hat mir wirklich ausgesprochen geschmerzt. Das schmerzt noch bis heute. Und dann gab es so ganz typisch, dass die Kirche merkte, das muss anders geregelt werden, sondern man gründete dann selbst Fußballclubs unter den holländisch reformierten Gemeinden, die natürlich immer am Samstag spielten, ja, sodass man am Sonntag auch zweimal zur Kirche gehen konnte. Ja, und das war insofern immer alles schon präventiv, dass man möglichst nicht in die Disco gehen sollte. Also ich erinnere mich mit Schrecken an jeden Gottesdienst an Silvesterabend. Ein Pastor, den ich besonders ins Herz geschlossen habe, predigte immer so lange, ja, dass mehr oder minder eigentlich das neue Jahr schon begonnen hatte, wenn wir endlich aus der Kirche waren. Also wir waren frühestens um 10, halb 11 auf den Partys. Ja? Dann musste man viel nachholen. Das spricht jetzt ja eigentlich noch alles gar nicht gegen die Sünde, sondern nur diesen Umgang damit, oder? Man hat sie von jedem Spaß ferngehalten. Genau. Aber die Sünde als Sünde... Die Sünde lauert überall, Frau Ostern. Aber die Sünde als Sünde ist ja jetzt noch gar nicht das Problem gewesen, sondern nur der Umgang, die Art von Anwendung, die man damit gefunden hat. Ja, Frau Ostern, ich würde schon auch sagen, es hat schon was mit dem Menschenbild zu tun. Wenn man immer gesagt bekommt, sehr wiederholend, ja, sehr repetitiv, wenn man so will, ja, dass man als Mensch grundsätzlich Sünder ist. Ja, und dass das Menschenbild doch wirklich so geprägt ist, dass man immer wieder gesagt bekommt, man kann nicht anders als zu sündigen. Also sie haben doch immer den Ehrgeiz gehabt, niemanden draußen zu lassen. Ja, niemanden draußen zu lassen und sagen, alle haben gesündigt, alle sind Sünder und sind als Sünder auch anzusprechen. Das ist ein bestimmtes Menschenbild, was zunächst einmal niederdrückt, um dann anschließend, wenn man ganz unten ist, die frohe Botschaft aus dem Hut zu zaubern. Das macht auch, ich sage es jetzt mal ganz, ganz offensiv, das macht natürlich auch die Stärke unseres Pfarramtes aus. Ja? Dass man natürlich diese Macht auch hat, wenn die dann ganz unten sind, dann zu sagen, ich habe da ein Angebot für dich, ja, das nennen wir Gnade und so weiter und so weiter. Und ich habe da immer was an der Struktur, immer den Eindruck gehabt, da stimmt was nicht. Da stimmt irgendwas nicht, da stimmt was nicht am Menschenbild und es stimmt, glaube ich, auch nicht hinsichtlich der Sündenfuhle, die überall lauern, in die man nun hineingerät. Also Sie können ganz einfach sagen, im Grunde genommen, warum bin ich ein liberaler Theologe geworden, so ein extrem liberaler Theologe, aus dieser Erfahrung heraus, weil ich gesagt habe, das Menschenbild, da bin ich mir unsicher, ob das so stimmt. Mhm. Und es ist schon sehr stark auch in den Dogmatiken meiner Kollegen so verankert. Und jetzt gibt es so ein paar, auch ein älterer, Walter Spahn, die wir nachdrücklich fragen, wie ist es denn auch exegetisch? Ist das denn überhaupt exegetisch abgesichert? Weil wir Protestanten haben ja einen Instinkt, der ja wirklich positiv ist. Wir können immer wieder sagen, ich guck mal in die Texte rein. Ja. Mal gucken, ob die was Neues sagen. Ja? Und vor allen Dingen was anderes sagen, als diejenigen, die Theologie verkaufen. Aber bevor wir, das wäre ja dann nachher Ihr Ansatz, oder? Bevor wir da dazu kommen,
Machen Sie so, wie Sie wollen. Ja, bevor wir dazu kommen, würde ich noch gern bei der Anwendung liegen, weil ich habe das Gefühl, es liegt eben auch viel in der Art, wie dieser Sündenbegriff angewendet wird. Ja. Und dass der Sündenbegriff angewendet wird, um die Leute klein zu machen, ja, das haben wir, glaube ich, verstanden. Oder das war vermutlich auch wirklich so. Ich denke, heute ist das nicht mehr so. Nein. Dann könnte man sich doch fragen, ob es nicht auch die Möglichkeit gibt, dass man diesen Sündenbegriff auch in seiner Drastik zwar hat, aber ohne, also dass man dem auf Augenhöhe begegnet als Mensch, ohne dass der Mensch dadurch klein gemacht wird. Und ich kann Ihnen auch sagen, wie ich darauf komme. Ich habe mal in diesem Buch von Martin Walser über Rechtfertigung, hat er erzählt von seiner Bartlektüre und war total begeistert, auch von dieser Negation und von all diesen krassen Äußerungen über die, dass der Mensch nichts ist und Gott alles. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Herr Walser dadurch zusammenbricht. Oder, sondern das, er findet das eigentlich ganz starke Äußerung. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht gibt es ja einen Umgang mit dem Sündenbegriff, der eigentlich anders ist als diese Sozialisation. Also lassen Sie mich einen Satz zu Herrn Walser sagen. Herr Walser hat erst mal als Libertin gelebt. Ja? Und wenn Sie dann später die Sünde entdecken, das ist immer prima. Ja? Das machen, das hat Augustin schon so gemacht. Ja? Das sind die Allerschlimmsten, sage ich Ihnen. Ja? Na, die Situation ist, was mich übrigens interessiert ist, warum der Karl Barth so bei den Schriftstellern so wahnsinnig gut ankommt. Ja. Er ist bei Walser dauernd präsent, er ist bei Dürrenmatt dauernd präsent, vor allen Dingen beim späten Dürrenmatt dauernd präsent, und er ist zum Beispiel bei Updike ununterbrochen präsent. Ja. Alle zitieren immer nur Karl Barth. Keiner käme auf die Idee, was weiß ich, Tillich zu zitieren. Ja, ja. Oder und nicht mal Bonhoeffer. Aber das ist doch interessant. Ja, das ist interessant, weil die suchen in der Tat ein Gegenmodell, an dem sie sich abarbeiten können, glaube ich. Und sie sind alle nicht eingebrochen an dieser Beschreibung der Sünde. Die waren nicht verbiestert. Nein. Die saßen nicht auf der schwarzen Bank vorne, schwarz gekleidet auf der Bank vorne. Wie gesagt, weil sie eine andere Sozialisation zum Teil hatten. Ich glaube, dann ist es auch schon ein Stück weit, weit leichter, es zu haben. Wie gesagt, ich habe auch nichts, damit wir uns nicht missverstehen. Ich will die Sünde nicht vollständig abschaffen. Ich will sie nur aus Zentrum herausdrängen. Ich will nur zu sagen, nein, es ist wirklich, glaube ich, falsch gedeutet, das als so zentrale Vokabel immer wieder in den Blick zu bringen. Mhm. Aber also da kommen wir auch noch dazu. Aber könnte man doch wirklich jetzt mal sagen, es ist eigentlich die Anwendung, die Sünde als pädagogisch, als schwarze Pädagogik gehabt hat, sehr zu dieser Sündenverbiestung beigetragen hat. Und was der Sündenbegriff für sich aussagt, ist dann doch noch mal ein bisschen was anderes. Ich merke, Sie hängen dran, Frau Osthoff. Nein, ich spiele den Gegenpart, oder? Weil Sie sagen Schluss mit Sünde und ich frage jetzt, ist wirklich Schluss mit Sünde? Und wenn ja, wie? Und wenn nein, warum nicht? Also, was mich interessiert ist, ob wir nicht einen Spielraum haben vorher. Ja, ob wir immer gleich die Zuschreibung haben, Sünder. Ob es nicht möglich ist, einen zu sagen, wir haben ja aber einen Spielraum, oder wir können genauer sagen, wo die Sünde lauert. Ja, wo man aber auch damit umgehen kann. Man ist nicht dazu verdammt, ununterbrochen in die Sünde hineinzufallen. Ja? Also sonst brauchen wir gar nicht zur Schule zu gehen, sonst brauchen wir überhaupt keine Universität zu haben, wenn dieses Menschenbild wirklich so funktioniert. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Wieso? Naja, es geht um Freiheit. Und die Freiheit in der Theologie wird oft erst ganz nach hinten verlagert. Frei von Freisprechung. Na, das ist exegetisch so nicht sauber. Ja, die Freiheit im Christentum oder vor allen Dingen im jüdisch-christlichen Kontext ist viel, viel umfassender. Sie sind nicht so schwach, wie man manchmal das in den Predigten präsentiert bekommt. Aber das wird auch erwartet übrigens, wenn man sich die Texte anschaut, dass man bestimmte Bildungsmechanismen macht, dass man aufmerksam wird auf bestimmte Probleme, wo Sünde lauert. Ja, und das ist ja eine ganz große, ganz unterschiedliche Deutung, wenn Sie sagen, ich schaue erstmal präventiv drauf, wie können wir mit dem Phänomen Sünde, ja, das will ich nicht abstreiten, mit dem Phänomen Sünde, wie kann man mit dem Phänomen Sünde umgehen, ohne es zu leugnen, aber gewissermaßen
um es als Grenze zu beschreiben, ja? Um da produktiv drauf einzugehen. Aber Sie stören sich an dem Sündenbegriff von Augustin und von Luther und so weiter. Ja, und, dass das schon als sozusagen als existenzielle Beschreibung des Menschen kommt. Ja. Aber das, was Sie sagen... Das ist ein ethischer Fehler, würde ich sagen. Das ist wirklich ein knallharter Fehler. Ja? Also vor allen Dingen, das kann man hier besonders in... Das muss ich wirklich mal sagen. Also Sie haben es hier schon wahnsinnig gut, dass Sie zwei so exzellente Alttestamentler hier in Zürich haben. Ja? Wenn Sie die Chance haben, hören Sie sich das an, was die zu sagen haben. Da sehen Sie, es ist nicht ganz so verbiestert, was der Alttestamentler sagt. Also sowohl Konrad Schmidt als auch Thomas Krüger, den kenne ich noch aus Münchner Zeiten, wir waren zusammen lange im Mittelbau, sind wirklich ausgezeichnete Exegeten, die gerade in diesen Fragen sehr viel genauer argumentieren. Da haben Sie wirklich riesiges Glück, zweigleich zu haben, wo man wirklich mal lernen kann, dass man wirklich einen etwas anderen Blick auf das Menschenbild hat. Aber ist das das, wovon Sie jetzt reden und wo nachher auch Ihr Ansatz ist, ist das nicht die Sünde auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf einer Ebene der Ethik? Und das, was die Reformatoren machen und vielleicht auch im Anschluss an Augustin, wäre ja eine Beschreibung des Menschen auf einer viel existenzielleren Ebene. Ja, das ist richtig. Dazu muss man zweierlei nun sagen. Erstens zunächst einmal, ich bin Tugendethiker. Tugendethiker ist für jemanden aus dem Protestantismus über Jahrhunderte ein No-Go, wie man neudeutsch sagt. Ja, ein No-Go gewesen, weil Tugendethik riecht nach Werkgerechtigkeit. Ja, das muss die Pest sein. Und ich bin einer der Ersten gewesen, die eine neue Tugendethik geschrieben hat, weil ich gesagt habe, aber so kann man ja nicht argumentieren. Ja, weil Ethik und existenzielles Deuten liegen doch schon sehr nah beieinander. Ein Tugendethiker ist sehr viel entspannter, was die existenzielle Dichte von Sünde ist. Und man kann immer auch zu dem Luther, Sie sind hier ja Zwinglianer, wenn ich das richtig im Kopf habe, Gott sei Dank nicht Calvinist, und dass man sagen muss, Luther hat wirklich sich getäuscht. Luther hat sich getäuscht, auch Paulus hat sich dummerweise getäuscht. Ja. Gut, haben Sie das rausgefunden? Ja. Ja, nee, das habe ich, wenn Sie so ganz ehrlich, das habe ich immer durch meinen alten Studienfreund Thomas Krüger. Thomas Krüger hat immer gesagt, die paulinische Deutung der Textstellen ist eine Engführung. Das ist exegetisch so nicht gedacht, sondern er hat es überzogen. Und da würde ich auch sagen, ja, hat er überzogen. Also das heißt, die lasse ich nicht gelten, die Unterscheidung zwischen Ethik und existenziell, sondern da muss man wirklich sagen, wenn Sie es existenziell so deuten, haben Sie gar keine Chance mehr, Tugendethik zu machen. Ja, weil dann droht da sofort wieder Werkgerechtigkeit und was weiß ich. Und das ist auch richtig beschrieben, würde ich sagen. Ja, Tugendethik ist in gewisser Weise Werkgerechtigkeit. Aber ich würde immer sagen, wir haben andere Probleme, oder? Als uns darüber ewig zu verständigen, dass Werkgerechtigkeit etwas Schlechtes ist. Nein, es ist ausgesprochen in manchen Hinsicht tugendethisch gesehen gut. Gut ist, auf bestimmte Sachen auch selbst steuernd auch einzugreifen. Das wird auch erwartet. Es wird auch, würde ich immer sagen, in den Narrationen erwartet. Aber das muss ich doch überhaupt nicht ausschließen. Ist das nicht einfach auf zwei verschiedenen Ebenen? Nee, Sie können gewissermaßen, wenn Sie das eine angreifen, müssen Sie immer wieder sagen, nein, es ist eine Frage des Menschenbildes. Insofern ist es schon richtig, dass es existenziell ist. Ja, also ist ja, und wenn ich das sage, das Menschenbild ist nicht so zu deuten, dass Sie ununterbrochen bereits als Sünder tituliert werden, sondern dass man sagt, man ist gefährdet, man ist instabil, das ist, würde ich ja nicht abstreiten, ja, oder... Man lebt in komplexen Situationen, wo immer wieder die Gefahr droht, aber es ist klug, auf bestimmte Grundsituationen aufmerksam zu machen und entsprechend damit auch lebensklug umzugehen, um nicht immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Ja, inwiefern
verunmöglicht das ein Menschenbild, wo der Mensch zwischen Sünde und Gnade lebt in seinem Verhältnis zu Gott? Warum wird das verunmöglicht? Die Sünde an für sich als Kategorie, um den Menschen zu beschreiben, verunmöglicht ja nicht, dass man sich überlegt, wie man richtig handelt oder dass man nicht sich falsch handelt. Ja, schon, aber es ist doch ein Unterschied, ob Sie sagen, Sie können nicht anders, ist jetzt lutherisch, Sie können nicht anders als nicht sündigen, nicht zu sündigen. Ja. Ja, da würde ich sagen, das ist falsch. Steht in den Narrationen. Ich bin kein Biblizist, überhaupt nicht, sondern bin Narratologe. Ich schaue mir die Erzählungen an und da wird gesagt, interessant, da ist ein riesiges Problem, müssen wir bearbeiten. Und Sie können sagen, das ganze Alte Testament, das ganze Neue Testament macht nichts anderes, als diese Grundsituationen, die gefährlich sind, immer wieder zu bearbeiten. Ja? Es läuft nicht so, dass man immer gleich gesagt bekommt, es ist keine Chance, ja? Sondern es wird immer gesagt, ja, man kann in bestimmten Situationen nicht immer richtig handeln, wenn man auf das eigene zurückschaut, aber es gibt sehr viele Situationen, in denen man das sehr wohl kann. Also der Unterschied wäre nur der, dass Sie sagen, man kann auch nicht sündigen, und die anderen sagen, man sündigt immer, aber dann ist man doch am Handeln. Also das ist der Unterschied. Oder worin liegt da genau der Unterschied? Ja, also dass ich das in der Tat sage, diese Form überzieht zu sagen, man könne nicht anders als nicht zu sündigen. Ja, das ist falsch. Also schauen Sie mal, also es gibt immer, das ist immer so, man hat im Grunde genommen Lieblingsnarrationen, ja, weil wir haben so viele und so viele gute. Und deshalb muss ich auch gleich sagen, exegetisch ist es so, es gibt viele Theologien, ja, auch im Alten Testament. Es gibt nicht nur eine, es gibt nicht nur eine prophetische Theologie, das ist immer so Karl Barth und sowas. Ja, das ist dann auch, welcher Charakter man ist. Für ihn war prophetische Theologie absolut richtig, würde ich sagen. Es gibt aber auch eine andere, also zum Beispiel eine Weisheitstheologie. Ja, jetzt kommen wir mal zu Ihrem Ansatz. Und Sie können im Grunde genommen nicht die ganz leicht aufeinander abbilden, sondern es gehört dazu, pluralismusfähig zu sein, auch hinsichtlich der Theologien. Ja, um zu sagen, ja, in Gottes Haus sind viele Wohnungen, der eine ist halt nur ein prophetischer Theologe, kann damit bestimmte Phänomene erklären, und der andere ist ein Weisheitstheologe, ja. Oder ist eher stark am Rituallogischen interessiert. Und Sie sind der Weisheitstheologe. Ja. Genau, Frau Ossoff. Genau. Das habe ich in Ihrem Buch gelesen. Ja, ja, und zwar aus, wie gesagt, über meinen Lehrer und der ja bei Erhard von Rath zum Schluss sehr viel gearbeitet hat, über die Weisheit. Und das ist mir so, wenn man so will, in das Studienbuch geschrieben worden. Und mir ist irgendwann aufgefallen, es gibt eine Schlüsselerzählung, doch im Alten Testament, und das ist die Kain- und Abel-Geschichte. Und man muss immer wieder erinnern, und das ist das Problem, dass wir Systematiker zu wenig immer auch Exegese machen. Ja? Bei uns kommt das nie richtig an, weil wir doch mehr über Hegel nachdenken, als über andere sagen. Nichts gegen Hegel, ja? Also, oder Hölderlin oder späten Schelling, wunderbar. Gleichwohl, unser protestantischer Instinkt ist wirklich die Narration, also die Erzählung und die Kain- und Abel-Geschichte. Das muss man immer wieder sagen, da werde ich auch nicht müde, das zu wiederholen. Zum ersten Mal der Begriff Sünde taucht in der Kain- und Abel-Geschichte auf. Er taucht vorher einfach nicht auf. Ja, beim Sündenfall. Ja, denkste. Da taucht er eben gerade nicht auf, ja, sondern es ist eine lutherische, wenn Sie so wollen, nicht eine Übersetzung, sondern diejenigen, die Zwischenüberschriften so gemacht haben, die fanden das dann irgendwann schick, ja, sehr spät. Aber Sie haben keine Idee, wie die darauf gekommen sind, diese Vertreibung aus dem Paradies als Sündenfall zu beschreiben? Ja, schon, weil sie natürlich das Interesse hatten, ein bestimmtes Menschenbild zu... war gar nicht irgendwie angelegt in dieser Geschichte. Nein, ich sage nur, das ist exegetischer Konsens inzwischen. Alle sagen, es ist definitiv keine Sündenfallgeschichte, ja, weil im Grunde genommen es geht nur darum, ich sage es mal etwas anders, es ist eine Geschichte, wie wir das alle, die wir Kinder haben, erlebt haben. Man denkt, ich muss meine Kinder davor beschützen. Die Welt ist komplex, bleib lieber zu Hause. Ja? Deshalb ist das Verbot gekommen. Denn das Verbot ist völlig, wenn man so will, strukturell unlogisch. Sie müssen, um schuldig zu werden, eine echte Alternative haben. Haben sie aber nicht, weil sie sonst gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Sterben und so weiter und so weiter. Also es ist gut gemeint, ja? Mach das mal nicht, bleib lieber hier bei mir im Paradies.
Und das haben wir alle durchgemacht, in der Pubertät spätestens, stellt man fest, dass die Tochter kapiert hat, dass ich als Vater und meine Frau als Mutter nicht unfehlbar sind. Ja? Ist auch für diejenigen eine schwierige Erfahrung, muss ich übrigens sagen. Und das war im Grunde genommen eher der Hintergrund, um zu sagen, es ist eben auch anstrengend, in der Lebenswelt zu überleben, also erwachsen zu werden. Ja. Erwachsen zu werden ist ein anstrengendes Geschäft. Und da würde ich sagen, ja, das stimmt und die Geschichten zeigen das, wie anstrengend das ist. Ja. Sünden ansprechen. Können Sie nicht warten, bis wir die Runde öffnen für die Diskussion? Wir führen hier ungefähr 40 Minuten das Gespräch. Entschuldigung, das habe ich vorher vergessen zu sagen. Und nachher werden wir die Runde öffnen. Dann können Sie auch Ihre Frage stellen. Aber ich habe Sie schon mal im Hinterkopf, ja? Was mich erwartet. Aber die Sündenfallgeschichte geht ja nicht nur um die Pubertät, sondern das ist doch auch die Frage, wie in einer... Es geht um Freiheit. Um Freiheit, es geht um Autonomie, um ein Leben. Den Preis. Um den Preis. Autonomie ist nicht umsonst, das würde ich immer auch sagen. Ja. Schauen Sie, interessant ist, die zentrale Vokabel, das ist wirklich sehr, sehr lange übersehen worden, würde ich sagen, exegetisch, die zentrale Vokabel... Es ist wirklich sehr warm hier. Die zentrale Vokabel ist tatsächlich die Scham. Ja? Interessanterweise fällt die Vokabel früher als Sünde. Denn die fangen an, plötzlich sich zu schämen. Was ist das? Das hat mit Sexualität, würde ich immer sagen, nur sehr indirekt zu tun. Sondern, dass die sich plötzlich schämen im Paradies, ist, weil sie plötzlich merken, sie sind künftig im Alltag auf Anerkennung des anderen angewiesen. Und das macht verletzbar. Ja? Das heißt, das eigene Selbstbild muss immer auch gespiegelt werden vom anderen. Und ich muss auch korrigierbar werden durch den anderen. Ja? Und das macht die ganze Dramatik eines freien Lebens aus. Genau, und die sehen Sie dann in der Kain- und Abel-Geschichte. Ja, und ich sage, wenn man überhaupt von Sünde reden will, dann würde ich immer sagen, was ist Sünde heute? Heute ist Sünde, wenn man nicht kritikfähig ist. Wenn man sich, um es gleich mal zum Ende hinzuziehen, wenn man sich in bestimmten, auch im Internet, in bestimmten Blasen bewegt, wo man nur bestätigt wird, ja, da würde ich immer sagen, oh, das ist vielleicht ein phänomenologischer Tatbestand für das, was im guten Sinne durchaus als Sünde bezeichnet werden kann. Also die Kritikfähigkeit. Sie müssen Ihr eigenes Selbstbild immer durchaus offen haben und kritikfähig sein. Ja. Und das ist eine Schamerfahrung, dass man plötzlich merkt, ich bin in der Tat verletzbar, ja, durch den Blick des anderen, der ein Stück weit eben auch mein Selbstbild hinterfragt. Und bei Kain und Abel ist es insofern wirklich eine sehr spannende Geschichte. Die Kain und Abel-Geschichte ist weisheitlich zumindest exegetisch überarbeitet worden, denn Sie erinnern sich vielleicht dunkel. In Hamburg müsste ich die Geschichte jetzt erzählen, das muss ich hier ja nicht. Sie haben ja alle eine gute christliche Erziehung gehabt. Dann muss man im Grunde genommen sagen, muss ich das nicht. In Hamburg müsste ich das jetzt erzählen. Sie kennen alle die Geschichte. Und ich würde es immer so deuten, der Kain ist erregt, ist ein Stück weit erzürnt. Er schämt sich auch vor den Zeugen der Opferung, dass sein blöder kleiner Bruder hier offenbar bevorzugt wird. Und ich sage immer, es ist eine wohlwollende Beschämung, um ihn tugendethisch zu coachen. Ja, Gott tritt hier mal als Tugendlehrer auf, weil es ist ja sehr spannend. Er kommt plötzlich selbst zu Wort und sagt, hör mal, du hast da ein Problem hinsichtlich deiner Emotionen, und zwar deiner aggressiven Emotionen. Und das musst du ein Stück weit in den Griff bekommen. Wenn du das nicht machst, steht oder liegt die Sünde vor der Tür. Du aber herrsche über sie, steht da. Ja, wenn Sie so wollen, das ist der zentrale ethische Imperativ in der Kain und Abel steht. Herrsche über die Sünde, das heißt, was musst du lernen? Du musst lernen, mit bestimmten Aggressionsgefühlen, die wir eben auch haben als Menschen, gut umzugehen. Und das zentrale Aggressionsgefühl, würde ich immer sagen, an dem sich alles entscheidet, ist nicht die Neid. Nicht der Neid, das wird immer so gesagt, Neid, naja, Sie können neidisch sein,
auf eine Tasche, die Karl Lagerfeld, der heute von uns gegangen ist, die von Karl Lagerfeld, da können Sie neidisch sein, weil Ihre Freundin die hat. Ja? Da würde ich immer sagen, da, das kann schon auch im Drama enden, aber ich glaube nicht, dass Sie Ihre Freundin dafür umbringen, Frau Osthoff. Das vermute nicht ich mal für nicht. Karl Lagerfeld. Nicht für Karl Lagerfeld. Sehr gut. Die Pointe ist immer zu sagen, ich glaube, wir sollten uns angewöhnen, das immer als Eifersucht zu bezeichnen. Warum? Eifersucht ist ein dreipoliger Begriff. Ich werde in den Augen eines anderen, einem anderen vorgezogen. Das ist eine dreipolige Beziehung. Ja, ich werde in den Augen von Gott sichtbar vorgezogen und das schmerzt mich. Und jetzt kommt dazu, es ist die alte Kultur des Erstgeborenen. Ja, Sie können sagen, das ist das Spannende an diesen alttestamentlichen Geschichten, dass sie sehr stark immer schon planieren. Ja, dass sie sehr stark basisdemokratisch sind. Ja, in den Geschichten ist sehr häufig der Zweitgeborene der Fan. Ja, denken Sie an Jakob und Esau und so weiter. Das zieht sich durch. Warum zieht sich das durch? Das Judentum, Christentum lebt in einer Umwelt, wo Ehre der zentrale Begriff ist. Scham und Ehre sind zentrale Begriffe. Und Sie können sagen, das Alte Testament, das Neue Testament, da tun die sich nicht viel, ist immer ein Plädoyer für Ehrverzicht. Oder Sie können auch sagen, etwas mit einem moderneren Begriff, Statusverzicht. Ja? Und das wird hier eingefordert, um zu sagen, ja, du musst deinen Neid oder besser deine Eifersucht, wie gesagt, nehmen Sie es nicht immer nur auf die sexuelle Ebene. Eifersucht ist ein wirklich wunderbarer soziologischer Begriff, mit dem man enorm viel erklären kann, weil es um Anerkennungsverhältnisse geht. Wenn Sie das so machen, dann wird klar, jetzt hat er folgendes Problem. Er schämt sich, er ist wütend. Er schämt sich, Scham ist, um es ganz knapp zu machen, eine schreckliche Emotion. Ich habe noch niemanden gefunden, der mir gesagt hat, Scham, hey, das ist eine super Emotion, ja, total geil. Ja, nee, ist es gar nicht. Scham ist eine schreckliche, warum? Weil ihr Körper somatisiert, ja, der übernimmt plötzlich die Regie, auch wenn sie nicht wollen. Sie werden in Extremsituationen, wenn man das idealtypisch beschreibt, werden sie in diesem Sinne wirklich rot. Der Körper meldet sich. Und sie haben plötzlich das Problem, dass ihr Selbstbild dabei ist, wirklich sich aufzulösen. Und sie sind in einer extremen Passivitätssituation. Und das macht diese Geschichte Kain und Abel doch so wunderbar, unnachahmlich deutlich, um zu sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, jetzt wieder in die Handlungssouveränität zu kommen, indem ich mich ändere und sage, naja, okay, gönne ich dem Kleinen das, ja, dass er jetzt an dieser Stelle mal vorgezogen wird. Ich lerne, mit meinen Aggressionsgefühlen umzugehen, ja, lerne ich das. Denn die neuere Emotionsforschung, das ist ganz wichtig, die sagt immer, Scham bezieht sich auf den Charakter. Ja, es ist eine Charakteränderung. Wer sich schämt, muss an seinem Charakter arbeiten. Ja, im Unterschied zur Schuld. Sie können 30 Jahre im Gefängnis sitzen und rauskommen und sagen, dieses Mal erwischen Sie mich aber nicht. Ja, daran merkt man schon. Es ist was ganz anderes, Scham und Schuld. Es sind ganz unterschiedliche Ebenen. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist, Sie haben ja gesagt, die Sünde verbiestert einen, macht einen so klein. Und macht die Scham einen nicht noch viel kleiner als die Sünde? In gewisser Weise ja. Es ist eine schreckliche Emotion. Ja. Und trotzdem würde ich immer sagen, sie ist eine Emotion, die wir alle durchlitten haben müssen. Wir müssen im Grunde genommen diese Kränkung müssen wir durchleiden, dass wir nicht vollkommen sind. Ist eine schwierige Kränkung, Frau Osthoff. Das werden Sie sich erinnern. Ja. Und da müssen wir tatsächlich durchmachen, um ein Mensch zu werden. Ja? Deshalb ist Pubertät, vielleicht sind hier einige Mediziner oder so, oder die in der Psychologie arbeiten, wirklich ein so extrem schwieriges Phänomen. Ja? Wenn man versucht, da zwei Töchter durch die Pubertät zu hieven, da weiß man das. Ja? Man wird selbst alt darüber. Also wie schwierig das ist, mit diesen ganzen Strukturen des Selbstdeutens, des Selbstbildes, was plötzlich hinterfragt wird, umzugehen. Insofern ist es richtig und gleichwohl würde ich immer sagen, ist aber eine wichtige Funktion, um zu sagen, ja, es ist auch eine Frage, kann ich mich hinsichtlich meiner emotionalen, emotiven Antriebskräfte ein Stück weit bearbeiten? Und da würde ich sagen, ja, das lernt man. Das lernt man über Narrationen, das lernt man in der Schule und so weiter und so weiter. Und lassen Sie mich nur einen Satz dazu sagen, dass man sagt, das ist gefährlich, wenn man sagt, Gott beschämt wohlwollend. Da würde ich immer sagen,
In der Pädagogik lassen sie es. Das funktioniert oft nicht, ja, weil Scham neigt dazu, sehr schnell in Demütigung umzukippen. Und dann zielt es darauf, den anderen fertig zu machen. Und ja? In Gewalt, und in oder? Gewalt in der Tat umzukippen, ja. Sehr früh auch, so, ja. Wenn man es negativ, aber sie können alles negativ einsetzen. Deshalb sage ich immer, es läuft am besten über Kunst. Kunst ist ein Distanzfilter. Ja, in Erzählungen können wir uns ein Bild machen, können uns mit Protagonisten identifizieren, können diese Position ausprobieren und können da gewissermaßen Erfahrungen an Texten machen. Und wenn es mir nicht gefällt, mache ich das Buch zu, gehe aus dem Kino, renne aus dem Theater. Ja, das kann ich immer wieder machen. Das ist das Schöne, weil wir haben einen Distanzfilter, wir können gewissermaßen ein Schutz war jetzt geschützt durch die Kunst, die ist wunderbar verdichtet, können wir unheimlich gut Bildungsprozesse durchlaufen. Das ist die Stärke und deshalb würde ich immer sagen, ja, wir Protestanten, das haben wir gut kapiert. Wir sind deshalb eine so tolle Kultur, ja, weil wir so gute Geschichten haben, an denen wir so wahnsinnig viel gut lernen können. Also das heißt, Bildungsprozesse über wohlwollende Beschämung, Arbeit an sich selber, genau. Fortschritte machen, ja. Statt Sünde und Gnade. Ja, mich geht darum, dass man sagt, ja, es gibt gewissermaßen, wie soll man sagen, jetzt bin ich wieder im Drempel, also, was heißt denn das auf Deutsch? Ja, genau, also der Fußsturz in der Schwelle, danke, Schwelle. Da gibt es eben Schwellensituationen. Und da muss man aufpassen. Kain und Abel ist eine Schwellensituation. Sie zeigt, wie attraktiv es ist, zum Mörder zu werden. Eine scharfe Geschichte. Es ist attraktiv, Mörder zu werden, weil ich dann Handlungssouveränität habe. Ja, wissen Sie, das ist auch das Interessante, was wir momentan in den Kulturdebatten oder in unserer Gesellschaft haben. Warum ist Hass plötzlich überall? Naja, weil der Hass ganz genau als Vorstufe von Mord Souveränität gibt. Ja? Wer hasst, ist souverän. Ja? Meint zu sein. Meint, ja, gut. Aber er hat das Gefühl, von Handlungssouveränität ja, zu haben. Ja, genau. Deshalb ist es so wahnsinnig anziehend. Aber dann würde man doch sagen, Sünde und Gnade als Begriffe sind viel günstiger, weil die diese Sachen besser definieren, also interpretieren können. Aber da müssen Sie erstmal hinkommen. Ich will erst gar nicht so weit kommen, sondern erstmal gucken. Sie wollen immer gleich Gnade. Gnade ist prima. Ja? Entlastung. Wir haben ein Thema. Schluss mit Sünde, Fragezeichen. Genau, nein, Entlastung ist ja prima. Ja? Und es kommt ja auch eine Entlastung. Ja. Die kommt nämlich jetzt. Weil es kommt schon, denn der wird ja schuldig, ja. Der wird ja sündig, da muss man ja nicht drüber streiten, ja. Sondern er zieht es vor. Also meine These ist immer zu sagen, eine Ursache von Gewalt ist, wenn wir bestimmte Schamsituationen hinsichtlich der Schwächung unseres Selbstbildes, wenn wir die in Schuld verschieben. Es gibt tausend Möglichkeiten, das kann Ihnen jeder Psychiater erklären, es gibt tausend Möglichkeiten, das zu verschieben, immer in Schuld, aber sich nicht zu ändern. Ja, und da würde ich sagen, ja, das nennen wir Schuld, das nennen wir Sünde. Was sonst? Ja? Ist aber nicht zwingend. Sonst könnten wir die Universitäten und die Bildungseinrichtungen dicht machen, um zu sagen, nein, wir können das lernen. Die mit der Kränkung von Neid und Eifersucht ein Stück weit umzugehen. Okay, also Sie wehren sich dagegen, dass alle ja. Sünder sind. Ja, ja. Ja, um also, das zu sagen, das kann man doch wirklich an dieser Geschichte sehr, sehr schön zeigen. Ja? Und das erzählt die Geschichte. Und er wird schuldig und dann ist es doch sehr lustig, dann kommt er hin und sagt, oh, ich kann eigentlich damit auch nicht gut leben. Das ist ja richtig süß eigentlich, die Geschichte. Wenn man sich mal als ja. gewissermaßen als Comicstrip sich das vorstellt, hat es auch wirklich sehr amikable Elemente, wo der dann zurückkommt und sagt, oh, ich kann damit aber auch nicht leben. Und dann sagt Gott, und das ist jetzt wirklich sehr spannend, sagt im Grunde genommen, er kriegt dann dieses berühmte Kainsmal, das müssen Sie sich wie so ein Tattoo vorstellen hier, ja, wenn man Glatze hat, ist man da bevorzugt, um das dort zu bekommen, also er kriegt ein Schutztattoo. Das Schutztattoo ist, so können Sie es doch deuten, ein Gewaltspiralenhemmer. Es wird gesagt, es darf nicht Rache genommen werden an dir, ja, ich schütze dich. Und dann ist, finde ich wiederum sehr süß, dass er sagt, aber ich schicke dich an die Ränder der Erde. Ja, ich will dich auch nicht den ganzen Tag sehen. Ja, will ich auch nicht die ganze Zeit erinnert werden, dass meine Erziehung nicht so ideal war bei dir. Ja, das ist doch super, super sympathisch, ja, um zu sagen, dich schicke ich mal an die Ränder der Welt. Ich habe ein Auge drauf, aber ich muss dich auch nicht den ganzen Tag hier vor mir wackeln sehen. Und das Schöne ist, das ist so eine Spezialität von mir, um zu sagen, naja, was ist das hier für eine Geschichte? Das ist Rechtfertigungslehre. Wir haben in der Kain- und Abel-Geschichte Rechtfertigungslehre. Denn was ist, wir hatten ja nun 10 Jahre in Deutschland Lutherdekade, ja,
Und zum Schluss wusste gar keiner mehr, was Rechtfertigungslehre ist. Das ist ja so, wenn Jubiläen zu lange dauern, weiß man überhaupt nicht mehr, was man damit anfangen soll. Ja, man ist völlig durcheinander. Und, aber wer wird jetzt bei Kain und Abel gerechtfertigt? Naja, es wird doch Folgendes gesagt, Frau Osthoff, dass gesagt wird, ich mache einen Unterschied auf zwischen deinen Handlungen, du bist ein Mörder, und da wird auch nicht drüber gesprochen, du bist ein Mörder, und deiner gewissermaßen unrevozierbaren Würde, würden wir doch heute sagen. Er macht einen Unterschied auch zwischen Handlung oder, wie Sie können sagen, Kern der Person, Würde der Person und so weiter. Das ist Rechtfertigungslehre. Rechtfertigungslehre ist diese Kunst, eine Differenz aufzumachen, ja, zwischen dem gewissermaßen den Handlungen und einem Personenkern. Und da würde ich immer sagen, naja, die Grundidee von Rechtfertigungslehre ist hier bereits angelegt. Ja. Ja, ist hier bereits angelegt, um zu sagen, ja, es bleibt der Status eines guten Geschöpfs bleibt bestehen, obwohl du ein Mörder bist. Ja, das ist wahnsinnig revolutionär, eine solche Idee in Texten, die, das ist jetzt immer sehr schwierig, wann die genau geschrieben sind. Also die neuere Exegese sagt im Grunde genommen immer im babylonischen Exil oder in der Perserzeit. Ja. Ja, oder in der Perserzeit. Ja. Also weil dadurch, dass eine weisheitliche Überarbeitung ist, muss man immer sagen, es ist doch relativ spät wahrscheinlich geschrieben worden. Aber trotzdem revolutionär für alle Umweltkulturen in dieser Frage. Das muss ich schon immer sagen. Also ich bin auch immer überzeugt von dieser Religion, weil sie sehr, sehr früh ausgesprochen kultivierend gewirkt hat. Ja, ausgesprochen. Es ist sehr hohe Kultur bereits in diesen Texten drin. Bevor wir die Diskussion öffnen, möchte ich noch mal schnell auf das Verhältnis von der Exegese zu der Dogmatik zu sprechen kommen. Also Sie haben zwei Möglichkeiten so ein bisschen angedeutet. Das eine wäre, die Dogmatiker beziehen sich einfach auf die prophetische Tradition. Machen sie gerne. Und sie beziehen sich auf die weisheitliche Tradition, kommt einfach ein unterschiedliches Menschenbild raus. Okay, haben wir Pech gehabt oder Glück, weiß ich nicht. Oder, es wird anstrengender vor uns. Oder, das ist schon so. Oder haben die Leute von Augustinus, Luther und so weiter, haben die was falsch kapiert? Haben die es nicht richtig gesehen? Mhm. Muss man das einfach alles spülen? Oder wie sehen Sie das? Ja, also das Schöne am Protestanten ist doch, dass wir auch die Kirchenlehrer hinterfragen dürfen. Ja, hinterfragen ist das eine und spülen wäre was anderes. Na, duschen. Ja, also, okay, wie geht das? Naja, da hast du überzogen. Ja, ich würde auch sagen, bei Barth hat häufig überzogen, gerade in der Sündenlehre hat er häufig überzogen, weil die Texte es einfach nicht hergeben. Ja, also Sie sagen nicht einfach, das müssen wir alles wegschmeißen und jetzt gucken wir uns einfach die Texte an und dann haben wir das richtig. Also, sondern Sie mit einem neuen Blick auf die Texte... Müssen wir auch die Tradition wieder kritisieren. Ja, aber Sie schmeißen die Tradition nicht einfach weg. Nein. Karl Barth hat auch viel Tolles gesagt. Ja, klar, aber... Einfach, wenn Sie dann die Herren zur Sünde kommen, lassen wir das. Ach, das wissen Sie, das ist wirklich ein sehr, sehr umfassendes Gebiet. Also es liegt zum Teil daran, dass dann sehr stark auch griechischer Einfluss gekommen ist. Ja? Griechische Philosophie, vor allen Dingen, wenn es Platonismus ist, ist Pest fürs Christentum. Ja? Ganz einfach, weil sie dann immer einen Unterschied haben zwischen einer Idee und der Realität. Und der Realität verliert immer. Ja. Ich verstehe nicht, was Sie könnten noch auch sagen, und dafür würde ich plädieren, dass man die verschiedenen Positionen kontextualisiert, oder? Dass man sagt, okay, in der Zeit haben die Leute mit der platonischen Philosophie Christentum versucht und konnten was erklären und andere Sachen konnten sie nicht erklären. Genau. Und der Augustinus hat erfolgreich gegen die Pelagianer gekämpft und deshalb hat er zur Erbsünde gegriffen und auch noch wegen seinem eigenen Leben. Und dass man die Sachen kontextualisiert. Richtig. Und dass man dass man dann da ein bisschen die Distanz hat, aber dass man die Sachen nicht einfach wegschmeißt, sondern dass man guckt, was es an... Aber schauen Sie, was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist, man muss zeigen, in einer bestimmten Situation, was kann man unter Umständen nochmal anders sehen? Ja. Ja, muss anders sehen, ohne das andere immer nur zu bashen. Ja. Freilich gehört das auch dazu. Das ist in jedem Wissenschaftsgeschäft auch so. Ja, das ist auch in der Industrie so. Ja, der eine sagt, mein Diesel ist besser als deiner. Das ist nun einfach so. Also das gehört einfach wirklich auch dazu, dieses Kompetitive. Da muss auch der Protestantismus dazu stehen, dass wir das auch soweit natürlich machen
Das ist auch eine Frage des wissenschaftlichen Errors, um zu sagen, na, ich schaue anders drauf und ich glaube, dass das für bestimmte, dass sie helfen, dass eine bestimmte Sicht auf Texte, wie man zum Beispiel mit Eifersucht umgeht. Ich sage mal ganz banal. Und das ist wirklich eine zentrale Emotion unseres Lebens. Davon lebt der Konsumismus, davon lebt alles. Dass wir da ein Stück weit hellsichtig werden, um zu sagen, da gibt es Gefahren manchmal, wo man überzieht und wo man nicht kritikfähig ist hinsichtlich des eigenen Selbstbildes. Ja? Also habe ich das richtig verstanden, dass Sie finden, diese alten Sündebegriffe, die greifen heute nicht mehr und für die heutigen Fragen kommt der Ansatz, den Sie jetzt aufgrund Ihrer Exegese, vor allem des Alten Testamentes und vielleicht auch noch der Evangelien haben, greift viel besser für die heutige Lebenswelt. Naja, sagen wir mal so, das ist ja immer der Anspruch, auch der systematischen Theologie und Ethik, um zu sagen, ja, wir haben Narrationen, die helfen, auch die Gegenwart besser zu bestehen. Mhm. Ja, um auf bestimmte Schwierigkeiten der Lebenswelt aufmerksam zu machen und wie man damit umgeht. Und dass man sagt, vielleicht ist die Ehre nicht das Höchste, was man im Leben erreichen kann, sondern ein gutes Leben. Ja, ein gutes Leben, und da würde ich wieder ganz alttestamentlich und zu sagen, ja, ein gemeinschaftstreues Leben, würden wir doch sagen. Aber Ihren dogmatischen Lehrstuhl behalten Sie noch? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich bin ja Ethiker, also ich mache ja eine Tugendethik. Ah ja, genau. Aber ich schreibe an einer Theologie jetzt, und da ist das schon ein wirklich sehr zentrales Feld, um zu sagen, na, da kann man wirklich, glaube ich, zum Teil anders strukturieren und auch Grundfragen nochmal neu in ein neues Licht drücken. Mehr will ich ja gar nicht. Ja. Dann lassen wir das mal, unser Gespräch, und öffnen jetzt endlich die Runde für... Vielleicht möchte gerade der Herr seine erste Frage stellen. Ich möchte Sie gerne fragen, welche Sinn macht, auch unbewusste Sünden zu bekennen. Ich könnte noch mehr dazu sagen. Ja, sagen Sie doch noch mal zwei Sätze bitte dazu. Ja. Ja. Also, mit der Kain- und Abel-Geschichte beginnend, eine Verwandte in Deutschland, die steht dem AfD sehr nahe, ja, sie ist eine Christin, aber sie denkt genauso wie diese Leute dort, die kommen ja von Syrien, um uns alles wegzufressen. Sie wollen nicht mehr mit uns leben, oder? Und denen geht es ja besser als uns. Warum müssen wir so kämpfen? Und auf diesem Hintergrund erlaube ich mir diese Frage. Es gibt dann noch einen anderen Grund, warum ich das frage, und der ist für mich sehr ernst. Ja. Der Grund, weil ich in der orthodoxen Kirche zu Hause bin, seit langem, und es dort mir ans Herz gelegt wird, auf jeden Fall mich immer als Sünder zu verstehen, nichts anderes. Weil ich gebunden wäre an die Aussagen der heiligen Väter. Und wenn ich das nicht toleriere, dann bin ich nicht, darf ich nicht orthodox mich nennen. Und dann, ich denke dann zwar gut, dass die Bibel hat auch noch etwas mitzureden, aber ja. Ja, vielen Dank. Beides sehr spannend, was Sie sagen. Zu dem ersten Punkt, ja, da würde ich schon sagen, das ist in der Tat eine Frage, wie wir das Menschenbild konturieren. Ich würde so antworten. Es war eine wahnsinnige Chuzpe, dass die biblischen Urschriftsteller, die Genesis, sagen wir mal, 1 bis 9 oder 11, wie es weit zusammengehört, da müssen wir jetzt nicht drüber streiten, dass die, obwohl sie aus einer regionalen Tradition kamen, an den Anfang eine Geschichte gesetzt haben, wo alle Brüder sind. Also wirklich alle. Syrer, alle. Ja, das ist wahnsinnig revolutionär. Das von dort so zu öffnen, ja, aus einer Partikularreligion, die sie ja zunächst einmal war, haben diese Urschriftsteller es so gemacht, dass sie Genesis 1 so gestellt haben, um zu sagen, oh, wir sind doch alle Brüder und Schwestern. Denken Sie daran, mein Lieblingsgleichnis Jesu, also ich mache auch schon Neues Testament, liebe ich schon auch, dass wir nicht missverstehen hier, der barmherzige Samariter, ja,
Da fragt man sich, warum funktioniert das bei zwei nicht und bei dem dritten, der als, wenn man so will, religiös verwahrlost gilt, warum klappt das? Naja, weil der eine andere Brille hat. Im Griechischen kommt da, deshalb muss man die Altsprachen eben dann doch können, auch wenn da heute so Traditionen sind, die dagegen sind. Ich bin da wirklich ganz konservativ und sage, nee, das muss man schon drauf haben. Da kommt Splanchnitzomai, ja, dieses berühmte Erbarmen. Und wenn man dann wirklich mal ins Lexikon hineinschaut, das war das einzige Mal, dass ich eine Epiphanie hatte, ja, in einem Lexikon, ja, in einem Lexikonartikel, denn da sehen Sie, Splanchton heißt eben Mutterschoß, ja, alle von einer Frau geboren, Mutterschoß und im Grunde genommen Blutsverwandter, ja. Das heißt, in der barmherzigen Samariter, das macht der Jesus wahnsinnig raffiniert, ja, in seiner Erzählung, erinnert er im Grunde genommen an Genesis 1, eine Relektüre, eine klassische Relektüre, um zu sagen, da funktioniert's, ja, da funktioniert's, da sind die Emotionen so, dass da wirklich verstanden wird, er ist einer von mir. Ja, ganz egal, ob er, wie die Samaritaner, verwahrlost, sagen wir mal, religiös verwahrlost ist, ja, mit einem eigenen Heiligtum und so weiter, das kennen sie alles und so. Ist doch spannend. Und da würde ich immer sagen, naja, das können Sie AfD-mäßig nicht reduzieren, solch eine Idee. Ja? Um das zu sagen, nee, das geht einfach nicht. Sondern es ist tatsächlich die Idee einer unendlichen Brüderschaft aller Menschen untereinander. Das ist mit AfD nicht zu machen. Ja? Ich kenne das Papier Christen in der AfD, ja? Die genau dagegen zielen. Ja? Die ihm zu sagen, nee, es ist national. Ist national. Und sagen, nein, ist eben nicht national, sondern die Frechheit dieses Textes besteht darin, dass eine regional gebundene, kleine, relativ kleine, am Arsch der Welt lozierte Religion wirklich diese Chuzpe gehabt hat, zu sagen, boah, dieser Gott ist für alle da. Ja, prima. Ja. Paulus hat das ja auch clever gemacht mit dem unbekannten Gott. Da hat er auch sofort die Lücke gesehen. Auf dem Areopag gehe ich drauf. Passt prima. Ja. Ja? Passt prima. Also, wo man immer sagen muss, da ist wirklich eine Grenze dran. Ja, um zu sagen, das ist, wenn Sie so wollen, die wirklich revolutionäre Tat dieser Urschriftsteller, das an den Anfang des Textes zu setzen. Und der zweite Punkt, ja, in der Tat, es gibt im Grunde genommen da Grenzen. Ja, wir Protestanten sind in dieser Frage in der Tat wenig demütig unseren eigenen Vordenkern gegenüber. Das ist protestantische Kultur. Ja? Also wir zupfeln auch am Luther. Ja? Wir zupfeln auch an Karl Barth oder Paul Tillich oder wer auch immer. Selbst an Bonhoeffer. Da traut man sich am wenigsten, aber auch da. Ja, das, wenn Sie so wollen, ist der das ist wirklich der protestantische Instinkt, immer wieder zu sagen, na, schauen wir mal, was sagen denn die Narrationen? Ja? Und können wir von dort her die Tradition neu anspielen? Da ist eine gewisse Grenze da. Und zu Ihrem dritten Punkt, das ist ein Punkt, wo ich wirklich sehr lange und auch noch nicht schlüssig bin. Wie ist es denn mit den sogenannten unbewussten Sünden? Ja? Es gibt eine lange Tradition in der Hamartiologie, also in der Sündenlehre, dass gesagt wird, wenn wir meinen, wir sündigen nicht, dann ist es das Schlimmste, ja? Weil wir dann im Grunde genommen gerade erst richtig sündigen. Ja? Und wenn Sie so wollen, das sind bestimmte logizitäre Denkfiguren, wo ich inzwischen wahnsinnig skeptisch bin, sondern dass gesagt wird, hier will mir einer doch wieder was verkaufen, um zu sagen, Echi Bechi, du bist doch in der Falle, in der Sündenfalle. Aber da muss ich jetzt doch noch sagen. Aber ich sehe das als offenes, um das klar zu sagen, ich sehe das wirklich ein wirklich ausgesprochen auch schwer zu durchdenkendes Problem. Ja? Wie halten wir es damit, dass wir unter Umständen die Sünde nicht wahrnehmen? Der Protestantismus sagt dann immer erst durch Jesus Christus und so weiter, nehmen wir das erst richtig wahr. Da würde ich immer sagen, nein. Bei den biblischen Texten würde man immer sagen, im Alten Testament, und das kann man schon lernen, auch an diesen Texten, wie das mit der Sünde so zusammenhängt. Noch eine Bemerkung. Das war ja genau das, die Forderung der Reformatoren, dass man diese Sünde und Gnade auf diese existenzielle Ebene tut, damit man nicht die einzelnen Sünden suchen muss oder sagen muss, mein Gott, habe ich da gesündigt, sondern dass man genau da davon entlastet wird.
Ja, ich sage immer, nochmal, ich komme Ihnen entgegen, dass ich sage, Entlastung in der Theologie ist immer gut. Ja, ist immer eine tolle Sache, aber nicht an falscher Stelle. Sondern ich würde immer sagen, hinsichtlich der Tugend, das können wir schon erwarten. Ja? Jeder, der Leute unterrichtet, Kinder erzieht, hat das doch immer das Problem vor Augen. Und zu sagen, ja, klar gibt es auch Entlastung, aber es gibt dummerweise auch etwas, was gemeinschaftsförderlich ist und was gemeinschaftsschädlich ist. Ja? Ja. Und das muss man auch benennen und das muss man auch bilden. Ja? Ja. Stefan? Selbst in Baden-Württemberg. Okay, also ich habe kein Problem mit der Zurückweisung einer Sünde im moralischen Sinn. Ich habe auch kein Problem, wenn Sie quasi in diesem Zuge auch die existenzielle Bedeutung von Sünde zurückweisen. Das alles lasse ich mal. Meine Frage zielt auf die epistemologische Funktion der Sünde, die ich nämlich unbedingt verknüpft sehe mit dem, was Sie als Freiheitsprojekt von der Genesis vorgestellt haben, oder? Also quasi eine Sünde, die nicht darauf zielt, handle ich notwendig gut oder schlecht, also, sondern handle ich richtig oder falsch in einem absoluten Sinne. Und da finde ich die Rede davon, immer Sünder zu sein, quasi die Bedingungsmöglichkeit einer Verständigungsgrundlage, die wir untereinander überhaupt haben. Nur wenn ich ständig mitsetze, dass ich mich jetzt irren könnte, weil ich eben nicht diesen absoluten oder absolutheitstheoretischen Maßstab in Anspruch nehmen kann, muss ich mich überhaupt mit ihm verständigen. Sonst könnte ich sagen, naja, das Gesetz, egal ob ich das jetzt durch Schrift oder einen Gottesgedanken oder eine Idee tue. Und in dem Sinne würde ich eben schon sagen, ist die Sünde, wie sie Barth vor allem interessiert hat, nämlich eben als epistemologischen Teil der Getrenntheit vom Absoluten oder von Gott eigentlich nicht aufgebbar. Ja, weiß ich nicht. Die Epistemologie ist ja auch kein Zauberlehrling. Also da würde ich immer so sagen, Sie haben jetzt einen Unterschied aufgemacht zwischen gut und böse, richtig und falsch. Da würde ich sagen, die exegetischen oder die Texte gehen zunächst einmal immer wieder um Gut und Böse. Ja, würde ich wirklich zunächst einmal dabei bleiben wollen. Und ich würde auch sagen, es ist eine zentrale Frage. Ja, Gut und Böse. Und mein Angebot ist, was Leben fördert, ist gut. Was Leben hindert, als Gemeinschaftsleben. Ja, als Gemeinschaftsleben ist zunächst einmal eher schwierig. Und ich glaube, das hält sich durch. Es wird immer wieder vergessen, dass, und deshalb passt das mit dem Sündenfall wirklich nicht, dass in 1. Könige, ich weiß es nicht ganz genau, wo, Pumpelmus, Salomo, die Salomo-Geschichte, ja, da kommt Gott als gute Fee und sagt, oh, Salomo ist so ein toller Typ, jetzt hast du mal einen Wunsch frei, was willst du denn? Und dann ist man zunächst einmal eigentlich erschrocken. Denn der sagt, ach, ich wüsste gerne, was gut und böse ist. Und dann denkt man, dann bin ich mal gespannt, wie Gott darauf reagiert. Dummerweise haben wir es immer schon im Kopf. Und die sagen, ja, super Frage. Ja? Also nicht nach dem Motto, ich verbiete, dass du es weißt, sondern da plötzlich, in der Weisheitstradition, wird gesagt, super Frage. Das müssen wir mal klären. Das Wissen um Gut und Böse, und dann kommt das Hören des Herz, und das kennt man dann ja alles aus diesen entsprechenden Traditionen. Also ein sehr umfassender Begriff von Zugewandtheit und so weiter. So dass ich da immer noch sagen will, na, da kann man schon auch ein Stück weit auch immer wieder sagen und auch immer wieder beschreiben. Wahrscheinlich ist das höchste Gut in den biblischen Texten wirklich Leben. Ja, Leben. Bis hin zur Eschatologie. Also Leben ist ein sehr, sehr zentraler Begriff, und zwar in der Tat als gemeinschaftstreues Leben. Ja. Das ist mir deshalb wichtig, weil Sie in ethischen Debatten da sehr genau argumentieren müssen, wie es um den Lebensvollzug im Kontext mit anderen geht. Das betrifft Abtreibung, das betrifft Scheidung, das betrifft tausend Sachen. Ja, da müssen Sie an diesem Lebensbegriff sehr genau arbeiten. Nur ich würde Ihnen wirklich so entgegenkommen, dass Sie sagen, naja, epistemologisch brauchen Sie den Sündenbegriff. Das will ich ja nicht abstreiten. Ja, nur ich glaube, es hilft uns nicht, wenn wir noch richtig und wahr, sondern dass wir es wirklich bei dieser Grundunterscheidung erstmal belassen. Die ist schon schwierig genug, gut und böse.
und ich würde sie immer wieder auf den Lebensbegriff zurückführen. Ja? Es leuchtet mir sofort ein, wo es auf der Ebene quasi der existenziellen Betroffenheit und Orientierungsfrage liegt. Ja. Wenn es aber um die Organisation von Gemeinschaft geht, finde ich, brauchen wir irgendein gedankliches Konstrukt, das eine Differenz ziehen kann, damit die dezisionistische Leerstelle frei bleibt. Oder? Ja, ich verstehe schon, was Sie wollen. Ja, also nur in diesem Sinne, dass sich ein Gemeinwesen organisiert, meine ich diesen epistemologischen Sündenbegriff. Das andere, glaube ich, tatsächlich kann man auf dieser Gefühls-, also Gefühl aber dann als transzendentaler Begriff einholen. Genau, ganz genau. Ja. Ja, das andere, da würde ich Ihnen ein Stück weit zustimmen, dass man es vielleicht als transzendentalen Begriff braucht. Da müssten wir noch mal länger drüber nachdenken, ja. Auch hinsichtlich Karl Barths, der doch auch eine gewaltige Entwicklung durchgemacht hat. Wenn ich das doch einmal kurz wenigstens sagen darf, er ist als Unheilsprophet gestartet, ja, als Kritiker, der doch wirklich gesagt, das muss man sich mal vorstellen, die Weimarer Republik ist Rom, ja, so dekadent wie Rom. Und es ist, eine wunderbare Stelle in dem zweiten Auflage des Römerbriefs, moralisch total verwildert. Ja? 5 Jahre später trifft er auf Charlotte von Kirschbaum und aus dem Unheilspropheten wandelt sich, sehr seltsam, ein Heilsprophet. Ja, das ist wirklich, die überraschendste Kehre, die es jemals gegeben hat, dass aus einem Unheilspropheten, der Gott nur als Richter kannte, wird plötzlich die Menschlichkeit Gottes. Schauen Sie, das ist, was mich an Karl Barth wirklich fasziniert, also auch die Chuzpe, die der Mann hatte. 1943, mitten im Wahnsinn, ja, im wirklichen Wahnsinn des sogenannten Dritten Reiches, ein Buch auf den Markt zu bringen, der sagt, alle Menschen sind erwählt. Ja, es ist unfassbar. Das müssen Sie sich wirklich mal vorstellen. Ja, der sitzt da in der Schweiz und der saß da nicht so lecker, wie man das immer glaubt. Ja, das war nicht so einfach. Der wurde abgehört und. Also das war alles schwierig. Aber dass er plötzlich sagt, nee, alle Menschen sind erwählt, von wegen Unheilsprophet. Sodass der späte Karl Barth immer stärker in der Eschatologie zur großen Lösung greift. Ja, früher war ganz klar, rechts, links. Ja, also wenn ich das ganz schnell sagen darf, es gibt so klassisch in der Dogmatik 3 Möglichkeiten, wenn Sie über Eschatologie reden, dass Sie sagen, die Bösen werden annihiliert, die gehen ins Nichts, ja, nur die Guten stehen auf, dann gibt es die klassische, der sogenannte doppelte Ausgang, entweder gut oder böse, und dann gibt es die sogenannte Apokatastasis Panton, die Auferstehung aller. Und der späte Karl Barth, das könnte ich noch an Texten belegen, hat eine große Kehre dafür plädiert. Auferstehung aller. Ja? Ich weiß, bei meinen Studentinnen und Studenten, da tun sie sich schwer mit, weil das so dem Alltagsgerechtigkeitsempfinden so total widerspricht, dass man gewissermaßen so unfassbare Menschen wie Adolf Hitler, Pol Pot und so weiter inkludiert. Ja? Ein wahnsinnig aufregender Gedanke, wie auch wir uns das vorzustellen haben, ist aber ein wahnsinnig aufregender Gedanke. Ja, dass der Karl Barth in dieser Frage und dann, Herr Kollege, ist es auch so, dass er seinen Sündenbegriff ein Stück weit anders wieder ausfräst, dann ist es nicht mehr ganz so. In den späten Texten hat er auch nicht mehr darauf bestanden, dass es eine Jungfrauengeburt gibt, ja, was er ewig vertreten hat, hartes Faktum. Ja, da hat sich, das ist die Ironie der Geschichte, dass er mit der Charlotte von Kirschbaum so ein Erlebnis hatte, dass aus einem Unheilspropheten ein Heilsprophet wurde. Ja? Ist doch eine schöne Geschichte. Ja? Es gab auch ein paar Folgeschäden dort zu dritt, aber es ist doch eine wunderbare Geschichte, dass durch solch eine Liebe aus einem eher schwierigen Theologen ein wirklich nachdenkenswerter Theologe geworden ist. Was wäre er ohne Charlotte von Kirschbaum? Wir mögen es uns nicht vorstellen heute. Ja? Ja, das dazu. Ja, bitte. Kann ich als Nicht-Theologe eine einfache Frage stellen? Immer. Können Sie den Begriff Sünde einfach definieren? Ja, Sünde, würde ich sagen, ist
wenn Ihr Selbstbild durch Dritte nicht hinterfragt werden kann, wenn Sie sagen, ich bin so, wie ich bin, ja, ich will mich auch nicht ändern, wenn Sie darauf bestehen, so wie Sie sind, sind Sie perfekt, dann würde ich sagen, ah, das ist schwierig, das ist schwierig. Und das wird im zunehmenden Alter, ich vermute mal, wir sind nicht so weit auseinander, im zunehmenden Alter wird das schwieriger, diese Kritikfähigkeit auf sich zu bringen. Deswegen bin ich auch froh, wenn man Enkel hat, ja, wo die ganze Kritik nochmal irgendwann wieder von vorne losgeht. Ja. Ich glaube, es ist generativ gut geplant. Ja, gut geplant, dass man ihn auch wieder Enkel kriegt, um die zu sagen, ey, Alter, nee, so nicht. Also ich habe jetzt einen 10-jährigen Enkel, der fängt auch schon an. Ja, immer zu kritisieren, das ist super. Ich würde sagen, Sünde ist zu sagen, mein Selbstbild ist nicht hinterfragbar. Ja, ist nicht hinterfragbar. Da können Sie sogar noch den Luther mit reinnehmen. Das ist die Incurvatio in se ipso, also das in sich verrollen. Ja, dass Sie nicht den Blick hochkriegen zu jemand anderes. Ja, man hat ja manchmal, dass man einem anderen nicht gerne in die Augen guckt, weil man denkt, der kritisiert mich. Na, dann guckt man nicht. Ja, deshalb gucke ich Sie den ganzen Abend an, weil ich dachte, na, mach mal, ja, kritisier mal, ja, um zu sagen, das ist die Kunst. Also würde ich wirklich sagen, die Frage ist, ist unser Selbstbild, unsere Gier, oder Sie können auch sagen, sind Sie so ehrpuzzelig? Ich weiß nicht, gibt es das hier im Süden, den Ausdruck überhaupt? Ehrpuzzelig gibt es nicht, ne? Das ist nordisch, ne? Das ist dort Hamburg, glaube ich. Also ehrpuzzelig, wie kann man das übersetzen? Also, dass sie Gier nach Anerkennung haben. Auf Schwäbisch, ja? Hieß ehrkässig. Ehrkässig, ja. Ja, also verstehen Sie, so etwas, dass Ihr Lebensziel ist Ehre, ja, wo man sagen muss, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, ja, dass Sie dadurch sich definieren. Ja, und da würde man sagen, nein, die christliche Kultur ist die Kultur des Statusverzichts oder Ihr Status. Ja. Es gab mal im Deutschen, ich weiß nicht, ob es hier in der Schweiz auch war, eine wunderbare Werbung von der Sparkasse. Ja. Da hatte einer drei Bilder, mein Auto, meine Yacht, meine Frau oder irgendwie so. Oder Frauen, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Haus. Ja, Haus, genau, Haus war es. Ja? Nichts Haus. Frau. Haus. Ja? Wo sie immer sagen, da habe ich gedacht, Mensch, grandios. Grandios, wie die spielen mit einem klassischen Sünden oder auch durchaus, wenn ich sagen, tragfähigen Sündenbegriff. Ja? Um zu sagen, ja, wenn du dich darauf konzentrierst, Frauen kamen gerade nicht vor, dann wird es schon schwierig. Oder Männer, ganz egal. Ja, ja, ja. Darf ich ganz kurz nachfragen? Immer. In Ihrer Definition spielt Gott gar keine Rolle. Ist das richtig? Na, wissen Sie, da denke ich wieder, das ist eine gute Frage. Auch als Nicht-Theologe hat man manchmal viel besseren Blick auf die Theologie. Ja? Das meine ich jetzt ganz im Ernst, ohne Fishing for Compliments, weil man ist irgendwann stallblind. Das haben Sie in jedem Berufsfeld so, wo Sie immer denken, die wissen schon, was ich meine. Nee, das weiß man häufig nicht. Und da würde ich immer sagen, ich denke da wirklich ganz jüdisch-christlich, ja, in jedem anderen treffe ich Gott. Also der Judentum denkt immer über den anderen nach oben. Ja, wir können auch immer direkt zu Gott, ja, wir haben so eine Art Elevator direkt, aber im Judentum ist es sehr, sehr stark immer über den anderen. Der andere als Geschöpf Gottes, da treffe ich in der Tat auch in gewisser Weise auf Gott. Deshalb würde ich immer sagen, es ist mitgedacht, absolut mitgedacht. Ja. Sie ist aber, und das ist wichtig, weil Sie nochmal nachfragen, die Theorie ist gleichwohl fähig, in ein Gespräch mit nicht religiösen Menschen zu treten. Ja. Wir können uns sofort darüber verständigen. Ja. Ich würde immer sagen, ja, bei uns kommt eben dieses dazu, dass wir durch diese Geschichten immer schon auf Statusverzicht gewissermaßen eingeschworen werden, ja, durch diese Geschichten, die Gott ins Zentrum stellen, dass wir immer schon darauf aufmerksam machen, wo die Probleme liegen. Aber ich will nicht sagen, dass da ein anderer nicht drauf kommen kann, sondern weil das so spannend ist, weil Sie sagen, was läuft momentan? Es wird in der, sagen wir mal so, vor 20 Jahren war das ganz schwierig, so zu argumentieren. Dann ist jemand gekommen, ein Schüler des größten Ethikers des 20. Jahrhunderts, Rawls heißt er. Ja, sein Schüler war Norman Daniels, also Theorie der Gerechtigkeit. Das ist, wenn Sie so wollen, das Jahrhundertbuch zur Ethik. Ja, es kommt von einem Herrn Rawls.
Und der Schüler von ihm hat mal gesagt, und der Rawls war von Hause aus Marzianer, ja, es wird ganz vergessen übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, der ist von Hause aus Marzianer gewesen, nach dem Weltkrieg übrigens nicht mehr, Marzianer gewesen, und der Schüler von dem Rawls hat mal gesagt, wir müssen gucken, gibt es einen überlappenden Konsens zwischen religiösen und nicht religiösen Weltdeutungen, ja? Und da würde ich sagen, was ich Ihnen angeboten habe, ist auch der Versuch, einen Konsens zu finden mit nicht-religiösen Weltdeutungen. Wie, so wie ich es beschrieben habe, ist das auch für nicht-religiöse Menschen verstehbar und akzeptierbar. Ja? Und dann sagte der Daniels, und das ist so wunderbar, es gibt aber Hintergrundtheorien, die nicht für alle gelten, nämlich religiöse, nicht alle sind Christen, nicht alle sind Juden, ja? Die haben zum Teil ein Surplus, weil sie unter Umständen zu einer stärkeren Form von Selbstdistanz animieren, als das vielleicht in der Philosophie, in der Soziologie, in der Psychologie geht. Ja? Das wäre mal zu untersuchen. Also ich würde immer sagen, das Surplus ist in der Tat bei einer religiösen Lebensdeutung, dass wir sehr stark immer auch auf eine positive Form von Status verzichten, hin schon entsprechend ausgerichtet werden. Sie können es aber nicht von allen fordern. Wissen Sie, eine autonome Ethik oder eine autonome Lebensdeutung, die fragt immer nach Universalisierbarkeit. Und dann müssen Sie sagen, was ist universalisierbar? Statusverzicht ist nicht universalisierbar. Es gibt viele Parteien, die dieses Projekt nicht unterstützen würden. Ja, in Deutschland die FDP zum Beispiel. Ja. Wo man sagen muss, ja, es gibt etwas, was nicht universalisierbar ist, wie so ein Begriff wie Statusverzicht, kann in einer Gesellschaft aber ausgesprochen positiv wirken. Ja, dass man nicht immer nur an der eigenen Ehre interessiert ist, ja, sondern auch an Mindestlohn und was weiß ich. Und an vielen anderen Dingen, die unter Umständen doch das Auge auch darauf legen, dass man sagen muss, es ist gut, wenn wir manchmal ein Stück weit von unserem Status abgeben, um die Gesellschaft stärker zusammenzubinden. Ja? Darf ich noch zu, mich interessiert der mögliche Zusammenhang zwischen Sünde und Rigorismus. Der Grund, warum ich das frage, ist, weil ich mit dem in meiner Gemeinde sehr viel zu tun habe, wo behauptet wird, fromm sind die Frauen, die ein Kopftuch anhaben. Und meiner Frau wurde ein halbes Jahr verboten zu kommunizieren, weil sie sich nicht absetzen will. Aber mich interessiert es sogar im Kontext der Kirchengeschichte, weil ich gerne als Entgegnung dann sage, wir haben nicht in der Kirche nicht eine alleingültige Lehre. Beispiel Petrus, Paulus, der Petrus widerspricht, wenn er sagt, du müsst nicht die jüdische Überlieferung übernehmen, 1:1. Und nur habe ich wenig Glück damit. Wenn ich so sage, werde ich gar nicht verstanden. Jetzt frage ich Sie. Na, Sie ahnen schon, ich bin von Hause aus Liberaler. Sogar extrem liberaler Theologe und Kulturprotestant, das haben Sie ja vorhin gesehen. Und da würde ich immer sagen, naja, modern ist eine Religion und der Protestantismus ist modern, ja, sehr modern, weil er diesen Pluralismus gerade aushält. Ja? Ich halte aus, dass es prophetische Theologien gibt. Immer spannend, ich lese sie sogar. Ja? Und ich glaube, das ist dann im Grunde genommen Philosoph hat momentan einen schönen Begriff in die Diskussion eingebracht. Der hat gesagt, wir brauchen eine Ambiguitätstoleranz. Dieses Wort kann man eigentlich nur nach einer halben Flasche Weißwein anständig über die Zunge bringen. Ja? Ambiguitätstoleranz. Ja? Und das ist gerade nicht Rigorismus, sondern genau das Gegenteil. Und da würde ich immer sagen, ja, das haben wir doch gelernt, ein Stück weit im Protestantismus ambiguitätstolerant zu sein. Ja, Herr Barth, Sie haben auch ein bisschen recht, ja, aber meine Lebenssicht ist etwas anders und wir können uns darüber reden und können auch anschließend zusammen Bier trinken, ja, oder Wein oder was auch immer. Und ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, dass wir gesagt haben, es gibt ganz unterschiedliche Theologien, schon im Alten Testament,
Ja? Matthäus und Lukas sind ziemlich weit auseinander, muss man wirklich mal sagen, theologisch. Ja? Ziemlich weit auseinander. Und auch da müssen wir immer verstehen, da muss man differenzieren mit umgehen. Und ich glaube, das ist, wenn Sie so wollen, ein modernes, aufgeklärtes Verständnis. Differenzfähig zu sein, ambiguitätstolerant und zu sagen, ja, interessant, das verstehe ich, ich würde aber aus diesem und diesem Grunde das vorziehen, verstehe aber, dass das eine durchaus völlig nachvollziehbare, legitime Deutung, Deutung ist. Ich bin einverstanden mit einer Formel von Friedrich Weinreb, wenn er einmal gesagt hat, es gibt nicht nur ein Entweder-Oder, ja, sondern es gibt auch das Entweder-und-Oder. Genau, genau. Ja, ja, sowohl als auch, ja. Und trotzdem darf man streiten, ja, man darf immer ja noch streiten. Das ist ja nicht so, dass man sagt, anything goes. Nein, sondern da würde ich immer schon sagen, wir müssen immer wieder gucken, wie Narrationen gestrickt sind und dadurch ist man ja überhaupt auch kritikfähig oder kann überhaupt kritisieren, ja. Aber das ist doch genau das, was uns verloren geht oder was gesellschaftlich zurzeit völlig verloren geht, diese Ambiguitätstoleranz. Ja, total. Ja. Und aber sehen Sie denn die Möglichkeit, wie man dagegen kann oder was man dagegen tun könnte? Ja. Also ich bin da immer so machtlos. Ja, ja, das ist auch gut beschrieben. Ich würde immer sagen, die Gefahr ist, also würde ich Ihnen völlig zustimmen, dass wir momentan zum Teil in einer schamlosen, auf dem Weg sind in eine schamlose Gesellschaft. Dass man sich überhaupt nicht mehr darüber schämt, bestimmte liberale Tabus nicht zu verletzen. Ja? Da sagt in Deutschland, ich kenne natürlich die deutsche Situation sehr viel besser und die in den Niederlanden, da sagt ein Politiker, das sogenannte Dritte Reich war ein, was hat er? Vogelschiss. Vogelschiss, ja. Da merken Sie schon, da wird die Selbstbeherrschung, die liberale Kultur der Selbstbeherrschung wird gekündigt, es wird ein Übertritt gemacht und es wird gesagt, wer so etwas sagt, muss sich nicht mehr schämen. Ja? Und da werden, wenn Sie so wollen, liberale Errungenschaften der Demokratie ein Stück weit ausgehöhlt. Ja? Wie man damit umgeht, das ist ausgesprochen schwierig. Ich glaube, jeder Politiker wäre dankbar, auf Ihre Frage eine passgenaue Antwort zu haben. Und das haben wir alle nicht, sondern wir können immer nur sagen, wir können das Phänomen beschreiben, ja, und können sagen, es ist gefährlich. Was wollen wir für eine Demokratie? Wollen wir eine liberale Demokratie, die dann ja doch eher historisch eher an England orientiert ist, an Adam Smith zum Beispiel? Oder wollen wir eher eine Demokratie, die sehr stärker nach dem Präsidentschaftsmodell, also zum Beispiel Frankreich, Rousseau, sehr viel schwieriger, wie ich immer finde. Das sind so Grundentscheidungen, was wir im Endeffekt einfach wollen. Und dafür muss man dann auch schon ein Stück weit, weit gerade stehen und mutig sein und zu sagen, das hüllt einen liberalen Konsens unserer Gesellschaft, unserer Demokratie aus und das ist auf die Dauer gefährlich. Aber es ist sehr schwer einzudämmen, das ist so. Als letzte Frage. Und ich übertrete nun als sündiger Mensch ein Gesetz, das in diesem System gesetzt wurde. Also ich arbeite am Sonntag und sowas, dann habe ich nachher ein schlechtes Gewissen. Ja. Nicht? Und das ist dann bei uns doch relativ verbreitet, das schlechte Gewissen. Ja. Nun gibt es Leute schon, also es ist eine uralte Sache, die sagen, ja, im Osten, in den östlichen Kulturen, dort gibt es nicht das schlechte Gewissen. Sondern die Scham. Dort ist die Scham. Da genau. Schäme ich mich. Ja. Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich was falsch gemacht habe. Ja. Aber ich schäme mich. Und da muss man völlig anders umgehen miteinander, ja, wenn man denkt, ja, der andere, ja, der schämt, ja, sich, wenn er... Ja. Das ist sehr spannend. Etwas vorwerfen kann ich sagen. Also es ist sehr spannend, was Sie sagen. Hat das etwas, ja, zu tun mit dem, was, genau, das ist, geht völlig ins Schwarze sogar. Nur wir würden in der neueren Forschung sagen, früher hat man gesagt, das sei nur der Osten. Das stimmt so nicht, sondern auch das Christentum natürlich ist in dieser Frage sehr aktiv gewesen. Sondern dass wir heute in der Tat sagen müssen, es ist nicht nur regional zu verorten, Scham gegen Schuld. Es gibt eine alte These, dass mit dem Christentum die Schuld gekommen sei. Das ist ein Stück weit exegetisch vom Tisch, um zu sagen, nee, nee, die haben sehr viel mit Scham gearbeitet auch, ja, was ich immer wieder wiederhole. Lassen Sie mich einen Satz vielleicht noch kurz sagen zum Gewissen. Ja, ich bin kein Anhänger des Gewissens, weil das Gewissen, wahrscheinlich gibt es nur ein schlechtes Gewissen. Aber man kann mit einem schlechten Gewissen sehr gut arbeiten. Ich will Ihnen mal eine Geschichte
versuchen zu konstruieren, wo man sehr schnell deutlich machen kann, warum Scham unter Umständen viel tiefer geht als ein schlechtes Gewissen. Also ich nehme es mal, ich tue jetzt so, ich mache eine fiktive Geschichte. Ich bin noch 20 Jahre jünger, alleinerziehend, habe eine 8-jährige Tochter. Ich lebe in Berlin, schwieriger Job, muss sehr viel nachts raus, bin dummerweise auch sehr viel auf Partys. Und ich schaffe es, ehrlich gesagt, nicht immer, morgens meiner Tochter ein Schulbrot mitzugeben. Sondern ich sage, 4 von 5 Tagen, hier hast du 5 €, geh zum Kiosk. So, ich habe bis 10 Uhr morgens immer ein schlechtes Gewissen. Bis der Alkohol dann allmählich verrauscht ist, dann belegt sich das auch wieder. Am anderen Morgen geht es wieder los. Ich ändere mich aber nicht. Jetzt passiert Folgendes. Ich komme auf einen Elterntag in der Schule. Und da stehen alle die Leute so herum. Ich stelle mich auch dazu und dann wird man allmählich sich vorgestellt. Und dann sagt plötzlich eine Frau zu mir, Sie sind also der Herr Heusing, der Vater von der Birte. Das ist ja nett, dass ich Sie mal kennenlerne. Wissen Sie, ich gebe meiner Tochter schon immer ein zweites Brot mit für ihre Tochter, weil sie es offenbar nicht schaffen, morgens ihrer Tochter ein Brot mitzugeben. Wenn Sie dann nicht vollständig eine coole Socke sind, ja, kriegen Sie so ein rotes Gesicht. Und die Chance, dass Sie in dieser Schamsituation wenigstens 2 Tage in der Woche künftig der Tochter ein Brot mitgeben, ist sehr viel größer als ein schlechtes Gewissen. Ich würde sagen, Protestantismus, das haben wir falsch gemacht. Immer am schlechten Gewissen gearbeitet. Oh, das ist, oh ja, das funktioniert nicht so richtig gut, wie ich immer finde. Da kann man gut mit leben, mit einem schlechten Gewissen. Das kann man trainieren. Aber mit Scham, finde ich immer. Scham zielt auf den Charakter. Ja? Das zielt darauf, dass man sagt, ja, ich habe bestimmte Verpflichtungen auch der Selbstbeherrschung. Ja? So viel Restalkohol nur im Blut zu haben, damit ich es schaffe, meiner Tochter morgens ein Brot mitzugeben. Ja, daran merken Sie schon, dass Schamstrukturen unter Umständen so in tugendethischen Kontexten sehr, sehr viel hilfreicher manchmal sind als das Gewissen. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Schluss, wenn niemand noch eine ganz dringende Frage hat, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Und der Apero wartet mit und ohne Alkohol. Ich möchte gerade hier an dieser Stelle hinweisen auf den nächsten Salon um 6. Am 19. März findet er statt hier. Und zwar zum Thema Zwingli im Kino. Und unser Gast ist der Regisseur des derzeitigen Kassenschlagers und Schweizer Films Zwingli, nämlich der Stefan Haupt. Wir reden mit ihm über die gesellschaftlichen und religiösen Aspekte, die ihm im Film wichtig waren, über die filmischen Umsetzungen und darüber, was von den Inhalten heute noch von Belang ist. Die Moderation übernimmt mein Kollege Michael Mente. Alle, die hier sind und gerne automatisch eingeladen werden wollen zum Salon um 6, das kann man entweder über WhatsApp oder indem man sich auf die Mailingliste einträgt. Ah ja, genau, und hier hat es noch die Flyer zu dem nächsten Salon um 6. Gut. Ja, ich darf auch noch mich bedanken für die Einladung und dass Sie mir 1,5 Stunden mit protestantischer Leidensfähigkeit so lange zugehört haben. Vielen Dank. Wir haben heute... Auf meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und jetzt machen wir nur noch, was uns gut tut. Genau. Ja. Keine Strafe. Nein.